Ja, vielen Dank für die zahlreichen Erscheinungen hier. Es ist mein erstes Mal hier auf diesem Boden. Ich bin total begeistert, muss ich wirklich sagen. Also vielen Dank an alle, die das hier möglich machen, und vielen Dank an euch. Also, dass ich auch gleich die schönsten Menschen aus Köln heute kennenlerne. Das ist fantastisch. Also vielen Dank auch Rolf und auch an alle, die das hier möglich machen. Ja. Ja, das ist euer Applaus. Ja, genau. Ich fange, glaube ich, einfach mal an, und zwar mit einem Text, der sich Kettenhund nennt. Und Kettenhund ist auch der Name einer Zeitschrift, die ich mit unter anderem Sabrina, wo ist sie? Mit Sabrina zusammen herausgebe. Eine Literaturzeitschrift aus Speyer. Die letzten Exemplare, die wir noch haben von der zweiten Ausgabe, sind auch da vorne am Snickers-Stand. Also es wird euren Hunger nicht stillen, aber vielleicht unseren. Genau, und der Text war so ein bisschen der Namensgeber von dem Magazin. Ich fange einfach mal an. Kettenhund. Eddie war nicht der Hellste, weiß Gott. Mehr als einmal dachte ich, es wäre das Beste, wenn ihn einfach jemand erschießen würde. Das ginge schnell, wenn man richtig zielt. Und man würde ihm das ganze Gelächter ersparen und die verbissenen Tränen zu Hause. Ploppt es zu arg? Vom Sound her? Okay, alles klar. Das ginge schnell, wenn man richtig zielte und man würde ihm das ganze Gelächter ersparen und die verbissenen Tränen zu Hause, die er in seine ausgewaschenen Fleece-Pullis weinte. Doch wer weiß, vielleicht bastelte er im Stillen selbst an einer Bombe oder einer riesigen Mausefalle und das Problem hätte sich von alleine erledigt. Die Wahrheit ist, dass ich ihn eigentlich mochte, aber wir waren Kinder und mit seiner dicken Hornbrille, den O-Beinen und diesen miesen, knallbunten Pullis, die seine Mutter ihm jeden Morgen überstülpte. Naja, sowas ist schwierig. Mein bester Freund damals war Alexei, Bulgare, nach eigener Aussage Zigeuner, mit einem nervösen Zucken im Gesicht, das einem meist etwas mehr auffiel, wenn er gerade von seinem Vater verprügelt worden war. Er hatte sich auf Eddie eingeschossen. Komm, wir ziehen ihm die Haut ab, sagte er immer. Wie die Indianer in den Western, die wir uns oft zusammen ansahen. Aber jedes Mal, wenn man Eddie überhaupt mal auf der Straße sah, hatte er diesen Köter dabei. Einen Kettenhund, der ihn zwei- bis dreimal die Woche durchs Dorf hinter sich herzog. Ein furchterregendes Vieh, zitternde Muskeln unter kurzem braunen Fell, sabbernd und mit einem irren Blick, der sogar Alexei auf Abstand hielt. Wir nannten ihn Killer. Wenn mir dieser Spast nur einmal ohne dieses Monster über den Weg läuft, ich mache ihn fertig. Ich verstand nicht, was Alexei an ihm gefressen hatte, aber er war mein einziger Freund, also waren die Fronten geklärt. Wir hatten den ersten Tag Sommerferien und ich war unterwegs zum Baggersee, um mich mit Alexei zum Baden zu treffen. Er kam zu spät und sah schrecklich aus. Sein T-Shirt war blutverschmiert und unter seinem Ärmel war ein Verband zu sehen. Jetzt ist er dran, sagte er. Sein Gesicht hörte nicht mehr auf zu zucken. Er starrte aufs Wasser und grinste seltsam. Auf dem Nachhauseweg kam mir Eddie entgegen, ohne Hund. Er starrte beim Laufen unentwegt auf seine Schuhe und nahm mich zuerst gar nicht wahr. Ich stellte mich ihm in den Weg. Er macht dich alle, nur dass du Bescheid weißt. Dann soll er diesmal besser zielen. Bronco wollte mich nur beschützen. Mit Stein hat er uns beworfen. Ich habe vor lauter Schreck die Leine fallen gelassen. Was? Was meinst du? Ja, Alexeys Vater war bei uns zu Hause. Morgen machen sie ihn tot. Er schluchzte und trottete weiter. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Eine seltsame Unruhe lag über mir. Ich ging ans Fenster, schob es auf und schaute mir die Sterne an. Vollmond. Etwas stimmte nicht. Ich zog mich wieder an und schlich mich aus dem Haus. Das alte Backsteinhaus, von dem der Putz abbröckelte, verdeckte fast zur Gänze den Mond. Auf dem Hof hielten sie in einem rostigen Käfig. Killer schlief. Der vage Umriss seines Körpers bewegte sich leicht auf und ab. Und nach einiger Überwindung ging ich langsam auf ihn zu. Mit einem Satz sprang er auf, sodass mir das Herz in die Hose rutschte.
Doch zu meiner Überraschung bellte er nicht, sondern schaute mich nur an. Ich streckte in Zeitlupe die rechte Hand aus. Sie zitterte. Der Kerl schnupperte ein paar Mal und fing an, sie abzuschlecken. Ich musste an Alexei denken und ein Ekel kroch in mir hoch. So stand ich da, der Hund sabberte mir die Pfote voll und ich fragte mich, was zum Teufel ich hier eigentlich machte. Wie fremdgesteuert griff ich mit der anderen Hand zum Riegel des Käfigs, öffnete die Tür und ging einen Schritt zur Seite. Der Kerl war genauso überrascht wie ich. Er machte 2, 3 Schritte, dann drehte er mir den Rücken zu und verschwand im Gebüsch. Am nächsten Tag schlief ich bis in den Mittag hinein. Meine Mutter weckte mich kurz, Alexei wolle mich abholen. Ich sagte ihr, dass sie ihn wegschicken solle und schlief weiter. Als ich dann irgendwann aufgestanden war und ins Wohnzimmer herunterkam, diskutierte sie lebhaft mit meinem Vater. Eddies Hund war eingeschläfert worden, sagte sie. Was ein Glück, bevor er noch jemandem zur Gefahr wird, sagte sie. Man müsse die Kinder schützen. Des Nachts sei er sogar noch ausgebüxt, sagte mein Vater. Weiß Gott, was hätte passieren können. Was ein Glück, sagte meine Mutter, dass er von ganz alleine morgens wieder vor der Tür stand. Der Tierarzt war schließlich auch schon da. Seltsam nur, dass Alexei vorhin so traurig aus der Wäsche geguckt hatte. Bisschen weiter weg, okay. Ich ging in mein Zimmer zurück und setzte mich aufs Bett. Im Fernsehen kam Der schwarze Falke mit John Wayne, einer meiner Lieblingswestern. Ich deckte mich zu, starrte auf den Bildschirm und versuchte für einige Minuten die Luft anzuhalten, bis es nicht mehr ging. An diesem Tag lernte ich etwas. Dankeschön. Ja, der nächste Text ist aus dem schicken kleinen Gedichtband Gasolina Baby. Ist übrigens auch käuflich zu erwerben da hinten. und er nennt sich, wenn ich ihn finde, Licht aus. Es gab eine Phase in meinem Leben, da bildete ich mir alle möglichen Krankheiten ein. Der Leberfleck neben meinem Hoden sah todsicher aus. Die Kopfschmerzen mussten Vorboten eines baldigen Hirnschlags sein. Und der Tinnitus bestimmt bald zum Hörsturz führen. Eigentlich standen alle Zeichen schlecht. Ich fühlte mich schwach, antriebslos und träge. Bestimmt ein unentdeckter Zeckenbiss oder irgendetwas anderes Schreckliches. Aber es reichte noch, um eine Kakerlake mit Kafkas Der Prozess zu erlegen. Ich kannte die Viecher sehr gut. Gerissene und unverwüstliche Biester. Aus meiner Wohnung in Spanien, wo ich einige Wochen unter Tausenden von ihnen gelebt hatte, ohne es zunächst zu merken. Eines Nachts stand ich zum Pissen auf, knipste das Licht im Bad an und eine schwarze, ekelhafte Masse verschwand binnen einer Sekunde in Wänden, im Abfluss, in den Balken der Decke. Dann hörte man nur noch leises Scharren. Doch sah nichts mehr. Natürlich war ich so betrunken, dass ich mir nichts dabei dachte, aber beim zweiten oder dritten Mal fällt sowas schon auf. Ich sah zu, dass ich nur noch mit einem ordentlichen Schlag ins Bett ging, um mir keine Gedanken zu machen. Und lasse seitdem immer alle Lichter an, wenn ich irgendwo übernachte, wo man nicht ganz sicher sein kann. Denn ich weiß, wo eine Kakerlake auftaucht, gibt es Hunderte, die man nicht sieht. Und das kann einen schon nervös machen. Man kriegt sie einfach nicht klein. Und angeblich würden sie sogar einen Atomschlag überleben. Jedenfalls stand diese eine nachts einfach so im Flur und nahm sofort Reißaus, als sie mich sah. Doch floh in die falsche Ecke der Wohnung, wo es keine Ritze oder andere Zuflucht gab. Dass Kafka gerade in Griffweite lag, war Zufall. Dass ich sie so gut erwischte, wahrscheinlich auch. Doch es war ein kleiner Sieg. Vielleicht auch eine Warnung für die anderen in ihren Verstecken, die ihnen sagte, lasst euch da draußen besser nicht blicken. Der Motherfucker hat was drauf. Er macht kurzen Prozess. Und ich dachte mir, wenn sie so hart und zäh sind, wie alle sagen, und ich sie trotzdem fertig machen kann,
stehen meine Überlebenschancen vielleicht doch nicht so schlecht. Dankeschön. Jens hatte einen Text, ja, wie er sagte, die merkwürdigen Schriftsteller müssen immer irgendwie über das Schreiben reden und schreiben. Das habe ich auch gemacht. Der Text nennt sich Die hohe Kunst, nicht zu gähnen. Ihr sogenannten Schriftsteller seid merkwürdig. Andauernd schreibt ihr vom Schreiben. Das brachte mich zum Grübeln. Er war Musiker, das war ich auch. Daher verstand ich, was er meinte. In keiner anderen Kunstform werden so viele Worte darüber verloren, was man da eigentlich macht, den lieben langen Tag. Was für Außenstehende aber nicht wirklich die Butter vom Brot holt, sozusagen. Vielleicht muss man sich als Schriftsteller zweimal so viel rechtfertigen, wenn man einfach nichts zu sagen hat und einen nicht mal ein guter Beat retten kann. Es macht es natürlich auch nicht besser, die ganze Zeit davon zu quatschen. Denn zurück bleibt meist nur ein irritierter Leser und ein gelangweilter Poet. Das erklärt zumindest, warum sich bei Lesungen oft alles so dermaßen besaufen. Da, schaut her, ich hab's schon wieder gemacht. Habt ihr noch genug zu trinken? Ja. Cheers. Okay. Der Text ist niegelnagelneu, nennt sich 212. Die Nacht ist nicht zum Schlafen da, sagt sie. Sie hat recht. Ich weiß nur zu gut, wovon sie redet. Wie sie tanzte, hat den Unterschied gemacht. Wie sie zu mir rüberschaute, während sich ihr Arsch schlangengleich um die Stange gewickelt hat. Ja, es gab eine Stange in diesem Club. Und dabei liegt die Feuerwehr doch einen Block weiter. Merkwürdige, verschobene Welt, vor allem nach Mitternacht, vor allem an Orten wie diesen. Blicke gewinnen an Gewicht, wenn weniger Augen sie teilen. Wie Schuppen schimmerte das Paillettenoberteil, mal rosa, mal blau, mal grünlich im Licht. Ich habe Angst vor Schlangen. Trotzdem folge ich ihr die Treppen nach oben. Ich weiß, was ich machen sollte, nämlich abhauen, Treppen runter und raus. Aber ihr Hintern hat die verführerischen Bewegungen nicht vergessen. Sie schaut zurück, um zu sehen, ob ihre einstudierte Magie noch wirkt. Sie wirkt. Ich nehme zwei Stufen auf einmal, dann eine, dann wieder zwei. Ich muss das tun, sodass nichts Schlimmes passiert. Es ist bescheuert und nicht leicht zu erklären. Und eigentlich hatte ich dieses Spiel längst aus meinem Hirn verbannt. Nun gehe ich wieder auf Start und hoffe, dass es hilft, um die Mächte, die im Hintergrund wirken, zu besänftigen oder abzulenken oder ihnen die Kraft zum unheiligen heimischen Wachstum zu nehmen. Wie der Mechanismus genau funktioniert, weiß ich nicht, aber es ist eine Chance. Ich verpasse eine Stufe und ärgere mich. Dann sind wir da. Sie schließt die Tür von innen. Die Nacht bricht die Konturen der Wirklichkeit auf, macht ihre Wände durchlässig. Das ist es, was sie tut, wofür sie geschaffen wurde, was ihre Gefahr ausmacht. Es ist nicht die Dunkelheit an sich, es ist der magische Umstand, dass die Welt zur Ruhe kommt, alle Seelen sich aus der Gussform ihrer Leben entwinden, in die Illusion hinein, es gäbe ein Raus oder Zurück oder weiter. Es ist ein bisschen wie die Tiefsee. Umgeben von ursprünglicher Unendlichkeit tauchen vereinzelt furchterregende Wunder oder faszinierende Schrecken auf. Mit einem verschwiegenen Versprechen, ohne Konsequenzen und frei. Und doch formt die Nacht stetig neue Gussformen, an die man sich erst gewöhnen muss, um wieder ausbrechen zu können. Die Gussform ist der Tag. Die Nacht schüttet giftiges Blei hinein und Träume bringen sie zum Überlaufen. Aber die Nacht ist nicht zum Schlafen da. Sie sagt es erneut und schenkt mir ein Lächeln. Doch es ist kein echtes Geschenk. Träume gibt es nie umsonst. Ich beiße mir auf die Unterlippe. Zweimal links, einmal rechts, zweimal links. Meine Schwester war noch nicht auf der Welt und so hatte ich mein eigenes Zimmer am Ende des Flurs, direkt neben der Küche. Ich war eng verbunden mit diesem Haus und dem verwunschenen Garten. Es war bis heute der einzige Ort, an dem ich mich ohne Einschränkung zu Hause fühlte. Meine Eltern taten alles dafür.
die bunten Eier, die sie an Ostern überall versteckten, wie sie mich bei der Suche anfeuerten und mir den ersten und schönsten Applaus schenkten. All die kleinen Spielsachen, die mein Vater öfters von der Arbeit mitbrachte. Eines Tages kam er jedoch sogar mit 4 oder 5 riesigen Kisten zurück und zog verschiedene lange rote Plastikrohre und schwarze Verbindungsstücke heraus, aus denen wir im Garten ein Häuschen zusammensteckten, doppelt so groß wie ich. Er meinte, das gehörte jetzt mir. Vor lauter Stolz wuchs ich in diesem Sommer bestimmt 5 Zentimeter. Im Winter, wenn draußen der Schnee lag, brachte er mir bei, Ritterburgen aus Pappkartons und Alufolie zu bauen. Oder meine Mutter, sie spielte Fangen mit mir, bis ich hundemüde war. Sie mich anschließend ins Bett trug und mir selbst ausgedachte Gute-Nacht-Geschichten erzählte, die tief in meine noch unschuldigen Träume hineinwirkten. Mit dem Begriff Liebe konnte ich damals nichts anfangen, aber ich spürte sie definitiv. Die Wärme dieser beiden Menschen flutete das Haus bis in den kleinsten Winkel. Nun ja, nicht ganz. Es gab schon ein paar Ecken, die mir Unbehagen bereiteten. Wie die Werkstatt, in die kaum Licht fiel, mit ihren steinzeitlichen Werkzeugen und wurmzerfressenen Holzbänken auf dem unebenen Steinboden. Oder die alte Scheuer, die nur über eine marode Holztreppe vom Hof erreichbar war. Bei einem falschen Schritt blieb man im versteckten Spinnenweben oder rostigen Nägeln hängen. Oder die Vorratskammer mit der klemmenden Tür, wo ich mich einmal aus Versehen eingesperrt hatte. Besonders gruselig fand ich es jedoch im Keller. Dort gab es einen fensterlosen Raum, der immer komplett leer stand. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Aber ich hatte das Gefühl, meine Eltern achteten darauf, dass nie irgendetwas dort abgestellt wurde. Keine Wäscheständer, Müllsäcke, Kisten oder sonstiger Krimskrams. Die anderen Kellerräume waren hingegen fast bis zur Decke mit all diesem vollgestopft. Umso größer meine Neugierde, als mir das bewusst wurde. Eines Tages schlich ich mich nach unten und fand einen Lichtschalter, der jedoch nicht funktionierte. Ich ging wieder hoch in den Garten, brach von einem der kleineren Bäume einen Ast ab und startete einen erneuten Versuch. Mich damit ins Dunkle vortastend und mit einer Hand im stetigen Kontakt zu den Wänden schritt ich den Raum im Quadrat ab. Dann wurde ich mutiger und wagte mich weiter hinein, den Ast wie ein Blinder vor mich herschwenkend. Der Stock raspelte auf einmal über eine Furche im Boden, gerade mal so breit wie mein Oberschenkel. Wie die Bahnen, die ich gerne im Sandkasten formte, um dann langsam Wasser darüber laufen zu lassen. Ich folgte ihr bis zur Mitte des Raums, wo ich keinen Widerstand mehr spürte und sank auf die Knie. Meine Finger erfüllten den Rand eines runden Loches, über das notdürftig ein paar Bretter gelegt worden waren, was aber nicht ausreichte, um es komplett zu verdecken. Ich schätze den Durchmesser der Grube auf etwa 1 Meter. So lang waren meinem Vater zufolge die größten Rohre, mit denen wir mein Haus im Garten gebaut hatten. Da ging es also noch weiter nach unten. Ich nahm den Stock wieder an mich und hielt ihn hinein, um zu testen, wie tief. Plötzlich spürte ich eine Wärme an meinem Arm. Dann zog mir irgendetwas oder irgendwer den Stock aus der Hand. Ich erschrak, krabbelte auf allen Vieren zurück zur Wand, suchte das fahle Licht, das von der Treppe kam und rannte schnurstracks hoch zu meiner Mutter. Sie schaffte es nicht, mich zu beruhigen. Ich hätte den Stock einfach fallen gelassen, meinte sie. Aber ich war mir sicher, dass dies nicht stimmte. Auch hatte ich keinen Aufprall gehört oder sowas. Vater glaubte mir genauso wenig, später beim Abendbrot, und lachte nur, als ob er etwas wüsste, es aber nicht verraten wollte. Vielleicht fand er es aber einfach nur lustig, was ich mir da so ausdachte. Was ist das für ein Raum, fragte ich sie beide. Und warum die Furche und das Loch im Boden, um Wasser ablaufen zu lassen? Bestimmt kein Wasser, sagte meine Mutter, nahm mich in den Arm und begann mich zu kitzeln, bis ich mich kichernd befreite. Ich ging dann nie wieder rein. Trotzdem hatte der Spuk damit kein Ende. Wir sitzen nebeneinander und während ich an ihren Brustwarzen sauge, öffnet sie mit wackeligen Fingern das Päckchen, das ich ihr gegeben habe. Sie leert die Hälfte auf ihrem Handrücken und schiebt den Haufen zu einer groben Linie zusammen. Ich rutsche auf die Knie. Als sie das Röhrchen ansetzt, bin ich schon zwischen ihren Schenkeln und gehe
auf ihren gründlich rasierten Schamlippen das Alphabet mit der Zunge durch. Sie lacht und presst die Beine zusammen, sodass mir das Blut in den Kopf steigt. Ich schaue nach oben, sehe ihre Brüste vor Erregung beben und onaniere. Ihr Becken ahmt die Bewegungen meiner Zunge nach. Kurz treffen sich unsere Blicke. In ihrem lauert ein Funken Wahnsinn. Dann windet sie sich heraus und legt sich der Länge nach aufs Bett. Ich krabble zu ihr hinüber. Auf dem Nachttisch wartet schon ein Gummi auf mich, aber ihr Hintern interessiert mich mehr. Ich drehe sie sanft auf den Bauch, lasse meine Fingernägel mit Druck über ihren Rücken wandern und ziehe ihr leicht an den Haaren. Meine Hand drückt die ihre auf das Laken, während ich ihre Pobacke mit meinem Schwanz massiere. Kurz flammt die Angst vor dem Morgen auf. Doch als ich in sie eindringe, bin ich wieder im Hier und Jetzt. Einige Tage später wachte ich mitten in der Nacht auf und da waren sie. Drei Gesichter, die an der Decke über mir schwebten und auf mich herabschauten. Ich hatte das Gefühl, dass sie zuvor miteinander geredet und erst eben damit aufgehört hatten. Die Bande bestand aus einer Frau, einem Mann im Alter meines Vaters und einem faltigen, glatzköpfigen Kreis. Ich kann nicht sagen, dass sie bösartig wirkten, aber der Umstand alleine, dass sie da waren, machte mir Gänsehaut. Der alte Mann lächelte, die anderen beiden sahen mich nur neugierig an. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich zu ihnen sagte, aber ich weiß, dass sie daraufhin sofort verschwanden. Ich sprang aus dem Bett. Aufgewühlt wie ich war, hastete ich zur Küche, die an das Schlafzimmer meiner Eltern grenzte. Ich zog die Tür auf und fing an, wild drauf loszureden, aber es kam keine Antwort zurück. Ich betätigte das Licht, aber es funktionierte nicht, wie zuvor im Kellerraum. Als ich zum Bett stürzte und meine Hand auf die Kopfkissen legte, gaben sie nach, ohne einen menschlichen Anker. Sie waren nicht da. Ich lief durchs ganze Haus und rief ihren Namen. Nirgends ging das Licht und nirgends war eine Spur meiner Eltern. Die Tür nach draußen zum Hof war verschlossen. Ich war also allein, komplett allein und verängstigt. Der Umstand machte mich so traurig, dass ich weinen musste. Auf dem Weg zurück zu meinem Zimmer kam ich an der Kellertreppe vorbei, hielt die Luft an und beschleunigte den Schritt. Ich legte mich ins Bett, zog mir die Bettdecke hoch bis zur Nasenspitze und hielt Ausschau nach den drei Gesichtern. Doch selbst die ließen sich nicht blicken. Schließlich schlief ich einfach ein. Am nächsten Morgen war alles wie zuvor. Meine Eltern saßen am Frühstückstisch und scherzten liebevoll miteinander. Dies vertrieb ein wenig die Erinnerungen an die letzte Nacht, bis ich sie schließlich als schlechten Traum abtat. Trotzdem fragte ich sie, ob ich nicht bei ihnen übernachten könnte. Du bist doch schon ein großer Junge, sagte meine Mutter. Stell dich nicht so an. Sie lachte dabei und ich kam ihr blöd vor. Also schlief ich wieder alleine. Und wieder tauchten die Gesichter auf. Diesmal wartete ich etwas länger, bis ich irgendetwas zu ihnen sagte, das sie zum Verschwinden brachte. In der nächsten Nacht das Gleiche. Meine Angst wich einer Neugierde. Wir betrachteten uns gegenseitig, bis ich müde wurde. Ein bisschen tat es mir sogar leid, dass ich sie immer wieder fortjagte, sobald ich das Wort ergriff. Dann, dieses eine Mal, fragte ich, was das alles soll. Daraufhin verschwanden nicht sie, sondern ich. Ob es Schlaf war, weiß ich bis heute nicht. Auf jeden Fall war es die bösartigste Ewigkeit, in die ich fiel oder hineingezogen wurde. Und mit Ewigkeit meine ich Ewigkeit. Ich hing in einer Dunkelheit ohne Wände oder Boden und die Zeit verging unendlich langsam. Kein Ziel oder Anhaltspunkt, der mich zu einer Bewegung motivieren konnte. Ich bekam es mit der Angst zu tun. Dann erinnerte ich mich an einen Trick, durch den ich manchmal aufwachen konnte, wenn mir bewusst wurde, dass ich träumte. Ich schloss die Augen und riss sie krampfhaft wieder auf. Vergeblich, selbst nach mehreren Anläufen. Ich zählte die Sekunden und Minuten, dann Stunden, dann Jahre. Es änderte sich nichts. Ich war verschwunden aus der Welt, wie mein Stock, in unendlicher Leere, ohne Aufprall oder Wiederkehr. Ich durchlebte Hunderte von Leben und Tausende von Jahren und jeden einzelnen Moment davon war ich alleine, gefangen in der Schwärze meiner jungen und doch so sehr gealterten Seele. Das war's, dachte ich in tiefer Beklommenheit. Ich würde nichts von dem wiedersehen, was mir etwas bedeutete. Den Hof, mein Haus im Garten,
Mutter, Vater. Die verzweifelten Schreie verstummten sofort, nachdem sie meinen Mund verließen. Doch mit einem Mal, völlig unverhofft, war es vorbei. Ich lag wieder im Bett und der alte Mann schwebte über mir. Seine Stimme klang bedrohlich. Versau es nicht, warnte er mich, sonst weißt du, was dir blüht. Dann verschwand er und erschien, genau wie seine beiden Gefährten, nie wieder. Aber ich glaube, er war es, der eine Idee hinterließ. Die Idee, die mein Psychologe Jahrzehnte später als Zwangsstörung bezeichnete. 212. Dies könnte ein Anker sein. Und viel einfacher zu merken als die Gebete, die ich meine Mutter oft mit angestrengter Miene aufsagen sah. Er zog noch eine Weile nach und ich wich mir den Schweiß von der Stirn. Mein Schwanz fühlt sich an wie aufgescheuert. Sie war zweimal gekommen, obwohl dies wahrscheinlich nur gespielt war. Die Erektion lässt rapide nach. Ab dem Moment, als die Magie des Alkohols verschwindet oder das Hirn wieder einsetzt, es ist nichts mehr zu machen. Sie liegt auf mir und sagt etwas, das ich nicht verstehe. Ich bin längst in mir verschwunden und stache an ihr vorbei zur Decke, als erwarte ich dort irgendetwas zu sehen. Das Gesicht meiner Freundin vielleicht, wer weiß, wenn sie wüsste, was ich hier treibe. Ich hätte noch nicht einmal eine Erklärung parat, die mir oder ihr genügen würde. Die Nacht ist noch nicht vorbei. Es dauert bestimmt noch 3 Stunden bis zum Sonnenaufgang. Eilig suche ich meine Klamotten zusammen und halte die Schlange bemüht im Augenwinkel. Direkt ansehen will ich sie nicht. Der Rest des Kokains liegt noch auf dem Nachttisch neben dem unbenutzten Kondom. Ich nehme eine letzte Line. Ich habe Angst. Muss mich wach halten. Ich darf nicht schlafen. Vielleicht nie mehr. Ich schließe die Augen und reiße sie krampfhaft wieder auf. Dann stürme ich aus dem Zimmer, aus diesem grauenvollen Loch. Mein Abschiedsgruß in einem 50-Euro-Schein. Auf dem Weg nach unten nehme ich 2 Stufen auf einmal, dann eine, dann wieder 2. Im Club läuft immer noch Musik, obwohl sie die Hocker bereits auf die Bar gestellt haben. Und bis auf 2 neue Kerle und der Bedienung niemand mehr da ist. Die beiden trinken Bier und lachen. Es ist, als wäre nichts passiert. Also kein Grund zur Panik. Einer von ihnen hat eine Glatze und sieht kurz zu mir her. Seine Visage gefällt mir nicht. Ich kann keine Gesichter mehr sehen und drehe mich weg. Die Blicke der Nacht verstehen nicht meine Angst vor Einsamkeit. Ich darf es nur nicht versauen. Aber habe ich ja nicht, oder? Dankeschön. So, noch alle wach? Noch wach? Ja. Noch wach, ja. Hat jemand den Roman gelesen von Stuckart Bacher? Noch wach? Nicht? Okay. Ja, Springer Verlag und Machtmissbrauch und so, ja. Ich finde auch, der ist direkt zur richtigen Zeit gekommen. Also das Thema natürlich super wichtig, aber ist natürlich auch ein Bruch zwischen Stuckart Bacher und dem Springer Verlag. Und hiermit biete ich mich dem Springer Verlag auch an, weil der hat anscheinend sehr viel Geld gekriegt dafür. Also, ja, ich mach's. Ja, ich tue es. Ich kann auch ein guter Kumpel für Döpfner sein, ja, wer weiß. Ich habe eine Glatze rasiert wie er und ich habe wieder mit dem Rauchen angefangen, also von daher. Nein, Spaß. Okay, ich habe noch einen letzten. Könnt ihr noch? Wollt ihr noch? Ja? Okay. Nicht Paris. Es war der Sommer der Schnaken. Normalerweise sprühten sie irgendein Zeug im Frühjahr, das die Larven killen sollte. Was sie aus irgendwelchen Gründen nicht zum richtigen Zeitpunkt geschafft hatten. Und dann war es zu spät. Normalerweise hilft dann wenigstens, den Tischventilator einzuschalten. Auf Gegenwind haben die nämlich auch keinen Bock. Aber dieses Jahr war alles anders. Sie waren größer, summten lauter, waren aggressiver. Die ganze Wohnung war voll von ihnen. Egal wie viele wir erschlugen, es tauchten immer weitere auf. Unsere Körper waren durchsetzt von dicken, fetten Blutflecken. Ja, sie waren drauf und dran, uns aufzufressen. Und es schien, als wären selbst die Schnaken genervt von den Schnaken, so wie die sich da aufführten. Wir saßen
vor dem Radio, im abgedunkelten Zimmer, lauschen lausigen Popsongs und schwitzen. Beide oberkörperfrei wegen der Hitze. Ihre Brüste hoben sich auf erotische Art und Weise, bei jedem Atemzug. Ich rauchte eine Zigarette und beobachtete das Schauspiel, Arme und Beine kratzend wie ein Irrer. Ohne ein Wort griff sie zur Flasche Wein und trank einen großen Schluck. Auf einmal spielten sie einen Song von Marlene Dietrich, was mich überraschte. Ich stellte das Radio lauter und versuchte, meine Gedanken zu ordnen, in der tiefen Traurigkeit des Augenblicks, abgerissen von der Nacht und dem Wein, der sein Souvenir hinterlassen hatte, in meinem Kopf und in ihrem. Wir tranken, um den Kater zu vertreiben. Doch Worte hatten keinen Platz mehr in dieser Wohnung, voller Schnaken und Tod. Bis zum Morgen hatten wir gestritten, bis wir nicht mehr wussten, warum überhaupt. Die letzten Worte, die ich sagte, bevor das Schweigen einsetzte, waren: Ich liebe dich, und ich meinte es auch. Marlene, wie viele Männer sind dir verfallen, als du noch jung und sexy warst? Was der Grund für geheime Moves unter der Bettdecke von kleinen Jungs? Und sogar Soldaten hast du Mut gemacht, noch mehr Nazis zu töten. Doch am Ende bist du langsam und alleine verreckt. 11 Jahre lang, Marlene, in der Stadt der Liebe, in deinem Apartment, in einem einsamen Bett. Ja, in Einsamkeit und Scham. Hast dich niemandem mehr gezeigt. Dein Körper und Gesicht zerfiel. Aber die Legende hast du am Leben erhalten. Nur durch ein einziges Telefon. Hier war nicht Paris, aber der Wein zwischen uns wie ein Telefon. Ich schob ihn zur Seite, beugte mich vor und strich ihr über die Wangen. Sie probierte ein Lächeln aus, das sofort in sich zusammenfiel, als ich so erneut sagte: Ich liebe dich. In diesem Moment wünschte ich mir, das Richtige sagen zu können, mit Worten ihre Brüste zum Beben zu bringen, wie es die Hitze tat. Worten wie: Ich liebe das kleine Mädchen, das du warst, die Kämpfe, die du austragen musstest in dieser Scheißwelt, all den Mut und die Wunden deiner Jugend, all die Entscheidungen, die dich schließlich zu mir brachten, dem Möchtegern-Poeten, dem verzweifelten Frack, dem Proleten. Ich liebe die Frau, die du aus dir gemacht hast. Ich liebe es, mit dir zu schlafen und mit dir zu streiten. Und wenn du alt bist irgendwann, gehört das zu dir. Und wenn du tot bist irgendwann, werde ich deinen Geist lieben, der schon jetzt an mir klebt. Ich würde jemanden töten für dich. Sieh her, ich töte Schnaken für dich. Stattdessen schweigen, rauchen, Blicke. Eine ziemlich dicke Schnake setzte sich auf meine Schulter. Ich spürte sogar ihr Gewicht. Ja, wir sahen sie beide, die Geister im Raum, gegen die wir nichts machen konnten. Und wir beide ließen sie saugen. Dankeschön. Dankeschön. It's yours, Sabrina. Vielen Dank.